Und ich bedanke mich auf diese... Hallo ihr Lieben, heute soll es noch die Neuerscheinungen vom Juli geben und da kommt mir noch ein bisschen was raus, ich habe mir da ein bisschen was notiert und darum soll es halt gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer. Ich habe mir mal wieder 5 Bücher rausgesucht, die ich euch gerne näher vorstellen möchte, die anderen sage ich euch nur ganz kurz, dass die noch mit rauskommen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen und natürlich sage ich euch auch das Datum, wann diese Bücher erscheinen. Und das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist der zweite Teil von Die Farben des Blutes, Das gläserne Schwert. Das ist der zweite Teil der Roten Königin und da freue ich mich schon drauf. Ich fand den ersten Teil ja wirklich gut. Ich habe da mal so eine Parallele irgendwie für mich zu Panem gezogen, aufgrund dieser Welt, wo das gespielt hat. Das war für mich irgendwie alles wie bei Panem. Das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten mochte ich das Buch wirklich sehr, sehr gerne. Und ich bin so gespannt, wie es mit Mare und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Prinz heißt. Wie ist denn der Prinz? Cal, glaube ich, hieß er. Ich glaube, die ist Cal. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Zum Inhalt möchte ich an dieser Stelle hier auch nichts sagen, weil sonst spoilere ich euch echt voll. Ich kann aber nochmal kurz sagen, worum es in Die Farben des Blutes eigentlich genau geht. Es geht in diesem Buch darum, dass es 2 verschiedene Arten von Menschen gibt. Es gibt einmal die normalen Menschen, das sind die Roten, die haben auch rotes Blut, das sind Menschen wie du und ich. Und dann gibt es noch die Silbernen, das sind so die Adligen. Und sie haben silbernes Blut und bestimmte Fähigkeiten und Kräfte. Und dadurch ist es natürlich so, dass die Silbernen die Roten dominieren und die Roten mehr so als Sklaven und so gehalten werden und die Silbernen in einem großen Palast leben und sich leben und das Leben genießen halt so. Erfindungsstörung. Auf jeden Fall ist es dann so, dass eines Tages Mare aufgrund Verkettung unglücklicher Ereignisse im Palast landet und man dort feststellt, dass sie eine besondere Fähigkeit hat. Und so wird Mare als silberne, verschollene Adlige ausgegeben und nur der König und die Königin und der Hofstaat und so weiß die Wahrheit. Und dann ist es da gespickt von Intrigen, dieses Buch, und das Ende nimmt eine ganz krasse Wendung und ja, ich kann euch nicht mehr zum Inhalt sagen, weil sonst spoilere ich euch wirklich komplett voll, das möchte ich nicht. Also ich mochte den ersten Teil total gern, ich habe ihn auch da, der steht hier. Wartet, ich kann ihn euch nochmal zeigen. Kevin, geh mal kurz beiseite. Da ist er. Und ich habe hier letztes Jahr auf der Messe angestanden, 1,5 Stunden, um mir dieses Buch auch signieren zu lassen von Victoria Elliot. Das fand ich so cool und sie war so nett und sie war so hübsch und ach, sie war einfach so eine ganz Liebe. So, so viel zu Die Rote Königin. Auf jeden Fall freue ich mich auf den zweiten Teil des Gläsernen Schwert. Dann kommt noch am 1. Juli raus der dritte Band von Rock Kiss und der heißt, jetzt muss ich nochmal kurz abspicken, Ich will alles von dir. Und in diesem Buch geht es um Kit und um Noah. Und Kit und Noah haben schon mal eine Nacht zusammen verbracht und Noah ist aber eigentlich kein Beziehungsmensch und Kit dachte aber, er würde sich für sie ändern, was er natürlich nicht hat. Und dann ging das natürlich tief zwischen den beiden und jetzt passiert dann in diesem Buch irgendwas und die beiden finden zueinander und ob sie es diesmal schaffen, einander zu finden und festzuhalten, das ist das, worum es in diesem Teil geht. Ich hoffe, der wird wieder so wie der zweite Teil. Der zweite Teil, den fand ich ja so super und der erste war so, naja, war nicht so mein Fall und deswegen hoffe ich, dass der dritte wieder so wie der zweite wird und so typisch Nalini singen und da freue ich mich schon total drauf. Wie gesagt, dieses Buch kommt auch am 1. Juli raus und da freue ich mich auch schon total drauf. Jetzt mal noch 2 Bücher, die auch noch am 1. Juli rauskommen. Und zwar ist das einmal für alle Cressy Cole-Fans, kommt am 1. Juli Die Geliebte des Captain raus. Es ist eine Liebesgeschichte, was sonst. Und ich habe aber ehrlich gesagt nicht weiter nach dem Inhalt geguckt. Es ist halt Cressy Cole. Ansonsten kommt am 1. Juli noch raus Game One Chancenlos von Kristen Callihan. Nee, Kristen Callihan. Ich verwechsel diesen Namen immer. Kristen und Kirsten, das ist bei mir immer so. Auf jeden Fall von Kristen Callihan kommt der zweite Teil, Game One Chancenlos. Das ist die Autorin, die hier die The Darkest Dungeon-Reihe geschrieben hat. Hier diese hier, die mag ich ja auch total gern. Und die hat halt eine Adult-Buchreihe geschrieben, wo es auch so um College und Football und sowas ging. Und die heißt halt Game One. Und da kommt der zweite Teil am 1. Juli raus. Und da freue ich mich auch total, auch wenn ich den ersten noch nicht gelesen habe. Aber egal, es ist cool. Ich mag Kristen Callihan total gern. Das war alles so vom 1. Juli und dann kommt am 15. Juli ein Buch, auf das ich mich schon so sehr freue. Weil es endlich als Taschenbuch kommt. Und zwar kommen alle Kurznovellen von der Edinburgh Love Story, also so Castle Hill, Valentine, ich weiß jetzt nicht, ob Nightingale und Kingsway da auch noch mit drin ist, ob das auch noch mit reinzählt. Auf jeden Fall kommen alle Kurznovellen von der Edinburgh Love Story Serie, die es so als E-Books bisher nur gab, zusammengefasst in einem Taschenbuch und das muss ich mir kaufen. Das ist meins. Muss ich haben. Ich habe alles von Samantha Young und auch dieses Buch möchte ich haben und ich möchte es besitzen und ich möchte es lesen und ich liebe die Edinburgh Love Story Serie so toll und ja, das kommt am 15. Juli raus, also falls da draußen Fans sind von der Edinburgh Love Story Serie, ich freue mich, freut euch mit mir und vielleicht freue ich euch auch und so.
Ihr wisst, was ich meine. Aber da freue ich mich wirklich drauf. Vor allem, weil ich von Samantha Young lange kein Buch gelesen habe. Ich meine, die neue Reihe endlich rauskommen. Na, das dauert aber noch. Dann kommt am 22. Juli mal wieder was von Colleen Hoover. Und zwar heißt es Zurück ins Leben geliebt. Ein schwieriger Titel, finde ich. Ich finde ihn sehr schwer. Ich habe jetzt 10-mal gebraucht, um diesen richtig auszusprechen. Und ja, es ist natürlich wieder eine Contemporary Romance Geschichte. Ich habe es mir jetzt nicht weiter angeguckt, da ich jetzt von Colleen Hoover bis jetzt noch nicht so viel gelesen habe und sie jetzt auch nicht so weit oben auf meiner Liste steht von Autoren, die ich lesen muss. Aber ich denke, es gibt viele Colleen Hoover-Fans da draußen, denken, wo ich sie an dieser Stelle einfach mal mit erwähnt haben. Dann kommt am 25. Juli noch ein Buch raus und zwar heißt das Federherz und ist von Elisabeth, ich möchte sie nicht falsch aussprechen, Denis, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Also es wird geschrieben wie Denis. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt da Federherz raus und ich fand, es hat sich so spannend angehört. Ich lese es euch mal vor, weil ihr wisst, ich habe Kopf und so. Irgendetwas geht vor sich. Ich bin Teil dessen. Düstere Tage, Schnee, Schatten zwischen den Bäumen, Schritte. Wenn ich mich umdrehe, ist nicht zu sehen. Nur wegen Basil quäle ich mich jeden Tag zum Internat. Doch es wird immer dunkler und etwas ist hinter mir her. Ich spüre es. Genau wie ich weiß, dass ich nicht zufällig auf Fameporter gelandet bin. Ein Mädchen zwischen zwei Jungs und zwei Welten. Märchenhaft, fantastisch, modern. Ah, oh, das hört sich so gut an. Und ja, es ist auf jeden Fall mit auf meinem Wunschzettel gelandet. Und ja, wie gesagt, erscheint am 25. Juli. Federherz. Guckt da auf jeden Fall mal rein, falls euch solche Bücher auch interessieren. Ich fand das sehr, sehr spannend. Die letzten vier Bücher, die ich euch zeigen möchte, kommen alle am 28. Juli raus. Und ich beginne dort mal mit, jetzt muss ich nochmal gucken, dem dritten Teil der 13. Fee. Und zwar heißt das Entschlafen von Julia Adrian. Jeder schwärmt so von dieser Buchreihe. Und ich möchte sie unbedingt lesen, aber ich habe sie noch nicht da und ich muss mir die Bücher irgendwann mal kaufen, aber ich habe ja gerade Buchkaufverbot und Superbau und so. Ah, ihr wisst, was das, was ich meine, dieses ewige, elende Problem. Na, ja, auf jeden Fall kommt ja der dritte Teil am 28. Juli und ich denke, alle, die die ersten beiden Teile gelesen haben, werden sich da auch schon sehr, sehr freuen. Dann kommt noch raus für alle, so zur Info, ich liebe ja die Müller-Chroniken von Marissa Meyer, also wie Monde zu Silbern und die ganzen Folgebände. Und es kommt jetzt endlich am 28. Juli der erste Band als Taschenbuch raus. Ich finde auch das Cover hier schöner als bei den Hardcover-Ausgaben, weil es einfach ein bisschen mehr vom Inhalt her gibt, auch wenn es jetzt nicht wirklich so viel vom Inhalt her gibt. Aber es ist ein bisschen ansprechender, glaube ich, auch für die Zielgruppe einfach gestaltet. Und deswegen... lest die Luna-Chroniken, sie sind so, so toll und sie wurden viel zu wenig gehypt hier auf YouTube. Also, ich finde sie gut, lest sie. Märchen trifft auf Science Fiction und es ist so toll und Cyborgs und Roboter und Prinzen und eine Liebe und ja, viele andere Sachen. Ich finde dieses Buch einfach nur genial und wie gesagt, der erste, der kommt da jetzt als Taschenbuch raus und schaut ihn euch einfach mal an. Ich finde es gut und ja, I like it. Ihr vielleicht auch. Dann kommt noch raus am 28.07. von Rick Riordan der erste Band von Magnus Chase und ich denke, das ist für alle Percy Jackson Fans etwas. Es geht hier auch wieder um einen Jungen, der Abenteuer besteht. Ich habe es mir jetzt ehrlich gesagt nicht genau angeguckt, weil ich es jetzt nicht frisiert lesen möchte. Aber ich denke, es gibt viele Rick Riordan und Percy Jackson und Helden des Olymp Fans da draußen, die da sehnsüchtig drauf warten. Und wie gesagt, am 28. Juli erscheint hier der erste Band und ich bin mal gespannt, was mein Umfeld darüber so zu berichten wird, weil ich habe auch so ein, zwei Arbeitskollegen, die das definitiv lesen werden und ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Und das letzte Buch, was ich euch vorstellen möchte, da freue ich mich schon drauf. Das muss ich mir auf jeden Fall kaufen und zwar ist das Morgentau von Jennifer Wolf. Jetzt werdet ihr sagen, hä, dieses Buch gibt es doch schon. Ja, aber das gab es ja nur als Impress-Ausgabe für 4,99 € und die gibt es inzwischen nirgendwo mehr. Man kann dieses Buch nirgendwo mehr kaufen und es wurde jetzt nochmal als Taschenbuch neu aufgelegt und kostet jetzt 7,99 €, was jetzt schon für die 2 € mehr. Und ja, deswegen muss ich dieses Buch unbedingt kaufen. Jeder sagt nur gute Sachen über dieses Buch und ich bin so gespannt. Ich bin richtig so, so gespannt. Ich werde euch den Inhalt jetzt einfach mal kurz ablesen, weil das merke ich mir auch alles nicht, was hier steht. Und dann haue ich irgendwas durcheinander und erzähle was Falsches, um Gottes Willen. Okay, der Inhalt. Die Erde liegt unter einer dicken Schneedecke. Eis und Kälte herrschen überall. Nur noch ein kleiner Landfleck ist bewohnbar, wo die Göttin Gaia die letzten ahnungslosen Menschen angesiedelt hat. Hier lebt auch Maya Jasmine Morgentau, eine der göttlichen Hüterinnen. Alle 100 Jahre wird unter ihnen eine Auserwählte dazu bestimmt, das Gleichgewicht der Natur aufrechtzuerhalten. Sie darf die 4 besonderen Söhne der Gaia kennenlernen, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Für einen muss sie sich entscheiden und sich ein Jahrhundert an ihn binden. Doch jeder der Söhne hat seine Stärken und Schwächen. Sollte Maya die Auserwählte werden, für wen würde sie ihr Leben hergeben? Und das finde ich, hört sich so gut an. Das ist so eine richtige Mädchengeschichte. Ach,
freue mich. Das waren meine Neuerscheinungen vom Juli. Ja, das waren die Bücher, die mich so angesprochen und interessiert haben. Es kommen natürlich noch ganz, ganz viele andere raus. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.